bin kein Typ für Dresser und ich bin kein Typ für farbige Uhren. Und jetzt habe ich einen bockstarken blauen Dresser. Interessiert? Bleib einfach dran. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Dass ich die Uhren von Mark & Sons mag, das ist ja nun kein Geheimnis, das habe ich relativ häufig schon gesagt. Ich trage im Augenblick auch sehr viele Mark & Sons Uhren, aber es gibt eine Uhr, die hat mich absolut vom Stuhl gewedelt. Ich finde die richtig klasse und die zeige ich dir in diesem Video. Ja, hier ist das gute Stück, die Mark & Sons aus der Serie Unisex Modelle Eleganz in der Farbe Eisblau. Eine wunderschöne Uhr, die in Natura noch deutlich besser rüberkommt, als ich es hier im Video einfangen kann. Wirklich eine unglaublich außergewöhnliche Uhr, die mir persönlich richtig viel Spaß macht. Heute, wo ich das Video aufnehme, ist auch der erste Tag meiner eine Woche am Arm. Ein Video, was ich eigentlich nicht mehr machen wollte, aber dazu mehr in meinem eine Woche am Arm Video. Schauen wir uns die Uhr doch mal an und gehen auch etwas auf die Maße ein. Die Uhr hat einen Durchmesser von 39,5 mm. Einen Horn-zu-Horn-Abstand von 45,5 mm. Das Gehäuse ist aus Edelstahl 316L. Und auf der Frontseite haben wir ein entspiegeltes Saphirglas, was ganz leicht, aber wirklich nur ganz leicht gewölbt ist. Man kann es kaum sehen. Ich gucke mal, ob ich es mit der Hand... Ja, jetzt sieht man es ein kleines bisschen. Wirklich ganz dezent gewölbt. Das Saphirglas hat übrigens einen Durchmesser von 32 mm und die Bandanstoßbreite beträgt 22 mm. Die Uhr wird angetrieben durch ein Automatikwerk und zwar haben wir hier von Mark & Sons eingesetzt das ETA 2824-2. Das Gesamtgewicht der Uhr mit ungekürztem Stahlband sind 177 Gramm. Ich habe, glaube ich, 4 Glieder entnommen. Entsprechend leichter sollte die Uhr an meinem Handgelenk sein. Die Indizes sind appliziert. Ich komme mal ein kleines bisschen ran, dann sieht man das besser. Also nicht nur gedruckt, sondern wirklich aufgesetzt. Reichen bis an den farblich wunderschön abgestimmten Reo. Und das Ziffernblatt selber hat einen sehr interessanten Schliff. Ich weiß nicht, wie man ihn nennt. Für mich ist es eine Art grober Sonnenschliff. Man sieht also sehr, sehr deutlich die Schliffspuren. Und das Ganze wirkt ein kleines bisschen wie eine Eisblume. Passt natürlich hervorragend zum Namen Eisblue. Zeiger und Indizes sind gefüllt mit Superluminova BGW9. Ja, warum habe ich mir diese Uhr gekauft? Zum einen, weil mich das Blau unglaublich fasziniert hat und ich gerne eine etwas ausgefallenere blaue Uhr in meiner Sammlung haben möchte. Zum anderen, weil sie ein kleines bisschen schicker ist, vielleicht auch zu anderen Klamotten als zum Jogginganzug passt, gleichzeitig aber nicht so edel, so fein ist, dass sie nicht mehr zu mir passt. Die Lünette dreht sich übrigens nicht. Das ist also eine feststehende Lünette, die aber sehr sauber gearbeitet ist, wie ihr sehen könnt, mit den mattierten Flächen oben, wo die Ziffern stehen und an der Seite,
sowie der polierten Phase an der Kante. Die polierte Phase an der Kante zeigt sich übrigens auch an den Hörnern, wie ihr sehen könnt. Wirklich schön gemacht und erzeugt bei der Uhr nochmal ein anderes interessantes Lichtspiel. Ich mag sowas wirklich sehr gerne. Ja, gekauft habe ich sie mir, wie gesagt, weil ich das Lichtspiel unglaublich faszinierend fand und zudem die Uhr in meinen Augen eine wunderschöne, super alltagstaugliche Uhr ist mit einer Größe von 39,5 mm im Durchmesser, einer Wasserdichtigkeit von 300 Meter, dazu ein sehr bequem zu tragendes Stahlband, wirklich eine Uhr, die man immer dran haben könnte, wenn man kein Datum benötigt, denn ein Datum sucht man hier an der Uhr vergebens. Persönlich finde ich das sehr gut, weil dieser Schliff ist so schön, den hätte ich nur sehr ungerne durch ein Datum unterbrochen gesehen. Schauen wir doch mal, wie die Uhr an meinem Arm sitzt. Ich habe keine Uhr zum Ausziehen. Wie gesagt, ich habe ja mein eine Woche am Arm Video heute gestartet. Ich muss nur mal ein kleines bisschen rauszoomen, damit man auch ein bisschen mehr von der Uhr sieht. So. Das ist die Uhr an meinem 17,5 cm Handgelenk. Wie ihr sehen könnt, wirklich sehr schön passend. Ein wunderschönes, helles Blau, leuchtet total, ist ein echter Hingucker und am Arm für mich ausgesprochen bequem zu tragen. Was mag ich an dieser Uhr besonders? Nun, ich denke, ich habe es ausreichend erwähnt, den Ziffernblatt. Ich mag auch den farblich abgestimmten Reo, finde ich wirklich klasse. Ich mag die Zeiger, die nicht nur platt und gerade sind, sondern, ich komme mal noch ein kleines bisschen näher ran, sie haben einen Winkel, sodass sie je nach Lichteinfall immer eine Reflexion geben. Und man in jedem Fall den Zeiger ablesen kann, entweder als schwarzen Zeiger, so wie hier, oder als halbsilbernen, halbschwarzen Zeiger oder ganz silbernen Zeiger. Je nach Reflexion des Lichtes ist die Uhr wirklich klasse ablesbar. Ich finde, das Band passt übrigens auch hervorragend zu der Uhr. Ein sehr, sehr schönes Band mit, wie ihr sehen könnt, relativ kleinen Gliedern, die zudem auch verschraubt sind. Und dann kommt noch im Band dazu eine wirklich große Spanne an möglicher Feinverstellung. 6 Löcher insgesamt zusätzlich zu den relativ kleinen Gliedern. Das heißt, dieses Band lässt sich nach meinem Geschmack und meinem Empfinden ausgesprochen gut und sehr bequem und präzise an den Arm anpassen. Die Schließe selber ist eine einfache, aber massive Schließe, also kein ganz billiges Blechteil. Eine Tauchverlängerung gibt es hier nicht. Dafür haben wir eben die 6 Löcher zur Feinverstellung des Bandes, einen massiven Bügel mit diesen typischen Pilzverschlüssen. Was ich sehr angenehm finde, ist, dass es nicht bei diesem Pilzdrücker bleibt, sondern noch eine signierte Bügelschließe dabei ist. Ich finde das sehr angenehm. Mir persönlich gibt das ein etwas sicheres Gefühl. Manche mögen die Optik nicht mit dem Bügel. Da ich die Uhr meistens so rumtrage, sehe ich die Schließe weniger, als ich mich auf die Schließe verlasse. Und insofern finde ich das so deutlich besser gemacht. Was das Band bzw. das Gehäuse betrifft, ist auch mein einziger Kritikpunkt zu finden, wenn man es denn Kritikpunkt nennen möchte. Das Band hat die wunderschönen, präzisen und
relativ gerade geschliffenen Mittelteile. Es ist außenrum recht weich, aber die Teile grenzen sich gegeneinander sehr gerade und glatt ab, mit einer sehr scharfen Kante, was sich leider am Anstoß nicht fortsetzt. Am Anstoß sind die Teile etwas abgerundet. Das erinnert mich eher an ein anderes Band. Es fällt am Arm nicht wirklich auf. Und auch mit etwas Abstand, wenn ich die Uhr ein bisschen von der Kamera wegnehme, ist es nur wirklich schwer zu sehen. Man sieht es nur bei bestimmtem Lichteinfall und auch nur dann, wenn man es weiß und ganz bewusst darauf achtet. Ich tue die Uhr nochmal an den Arm, um genau diesen Aspekt nochmal am Arm abzuleuchten. Ich finde, wie gesagt, es fällt nicht sehr auf, aber wenn man es weiß, dann sieht man es und schaut auch einfach drauf. Und wenn man das jetzt so sieht, dann muss man sagen, das würde ich so nicht sehen, es sei denn, man guckt sich das Ganze dann wirklich nochmal im Makro aus allernächster Nähe an. Aber ehrlich gesagt, wer seine Nase so dicht auf meinen Arm drückt, dem stelle ich andere Fragen als nach dem Band. Die Uhr ist auch nachts ablesbar, dafür muss ich kurz die Taschenlampe holen. So, hier haben wir die Taschenlampe. Ich bin auch mal gefragt worden, welche Taschenlampen ich benutze hier für diese Art des Nightshots, und zur Aufladung benutze ich die Phoenix E41. So, einfach mal kurz draufhalten und die Kamera auf Auto-ISO gestellt, weil es ja jetzt richtig dunkel wird. Und die Lichter werden ausgemacht. So, und hier sehen wir die Uhr im Nachtbild. Wirklich schön. Ihr könnt sehen, dass zum Teil sogar noch das Stahlband reflektiert. Und alles ist wirklich gut ablesbar. Auch bis zu einem gewissen Grade nicht so gut wie bei mancher Taucheruhr. Aber das soll die Uhr ja auch gar nicht sein. Es soll ein sportlicher Dresser sein. Und dafür finde ich die Ablesbarkeit wirklich sehr gut. Wie lange sie hält, das kann ich in diesem Video natürlich nicht feststellen. Dafür gibt es mein eine Woche am Arm. Und da werde ich auch über die Langlebigkeit der Leuchtkraft etwas sagen. Tja, diese Uhr kostet, ich habe es noch nicht gesagt, 690 Euro, was ich für einen ausgesprochen fairen Preis halte. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.